dann starten wir und sagen herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel unseres Clubs gegen den VfB aus Stuttgart. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer hier vorne bei mir, unseren Gästetrainer Pellegrino Matarazzo und unseren Cheftrainer Jens Keller, und würde direkt unseren Gästetrainer um seine Analyse zum heutigen Spiel bitten. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also ich muss mich erstmal so ein bisschen sortieren. Ich glaube, es war wieder ein sehr guter Auftritt von uns. Erste Halbzeit hat Nürnberg sich natürlich gewehrt in die Anfangsphasen. Haben durch so ein paar Balleroberungen und Standardtor sind wir auch in Führung gegangen. Ich glaube, das, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass wir im Gegensatz zum letzten Spiel gegen Sandhausen, ist, dass wir nach der Halbzeitpause rausgekommen sind und weitergemacht haben. Haben wir nochmal 3 Tore gemacht. Zwischendurch hat man natürlich auf die auf die Ergebnisse jetzt mal vom anderen Spiel geschaut, um zu gucken, ist jedes Tor wichtig oder nicht. Haben wir gemerkt, es ist jedes Tor wichtig, deswegen haben wir weiter gepeitscht nach vorne, und die Spieler haben es so seriös wie möglich auch zu Ende gespielt, und natürlich ein verdienter Sieg für uns. Ich wünsche SFC Nürnberg und Jens Keller alles Gute und viel Erfolg im letzten Spiel gegen Holstein Kiel. Ich wünsche natürlich dem Club auch den Klassenerhalt. Vielen Dank. Das ist nett. Vielen, vielen Dank. Jens, deine Worte nach dem heutigen Spiel. Ja, zuerst möchte ich Pellegrino zum Aufstieg gratulieren. Ja, sie haben es verdient. Es ist eine gute Mannschaft. Und ja, zu unserer Leistung, glaube ich, gibt es heute nicht viel zu sagen. Alles, was wir uns am Dienstag aufgebaut haben, haben wir mit beiden Händen wieder eingerissen. Sehr viele individuelle Fehler. Ja. Wir haben die Tore hergeschenkt. Wir haben uns dann nachher auch nicht mehr gewehrt. Und die Leistung ist indiskutabel. Und da werden wir natürlich ganz klar den Finger in die Wunde legen. Und das einzige Positive ist, dass wir alles noch selbst in der Hand haben. Aber wie gesagt, mit der Leistung heute kann ich überhaupt nicht zufrieden sein. Viele Spieler sind mir weggebrochen. Und das darf so in der Phase nicht passieren. Und deshalb werden wir das ganz knallhart analysieren. Und und uns dann konzentriert auf Kiel vorbereiten. Ja, wir haben es, wie ich gerade schon gesagt habe, in der eigenen Hand. Und da zählt es wieder ein ganz anderes Gesicht zu zeigen, wie wir, als das, was wir heute dann gezeigt haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank an beide Trainer. Und dann, wie es im Sonderspielbetrieb aktuell üblich ist, die Fragen, die mir schriftlich übermittelt wurden, entweder per WhatsApp oder in der Zoom-Konferenz, in der Chat-Funktion. Wir starten mal mit Carlos Urbina von der Stuttgarter Zeitung. Eine Frage an Sie, Herr Matarazzo, zur Leistung und Entwicklung von Kalajdzic. Herr Sascha hat es ordentlich gemacht, war immer wieder anspielbar, hat seine defensiv-taktische Aufgabe gut erledigt. Zwei Ballverluste, die die verbesserungswürdig sind, aber er hat gut gearbeitet und alles in Ordnung. Dann schließen wir gleich mal an. Eine Frage von Ursula Vielberg von der Bild. Glückwunsch zum Quasi-Aufstieg. Wie erklären Sie sich die Leistungsexplosion in den letzten 2 Spielen mit zusammen 11 Toren? Und was haben Sie der Mannschaft im Kreis nach dem Spiel gesagt? Gut, für mich geht es nicht um Taktik und nicht um die Aufstellung, sondern um den Energie und den Spirit auf dem Platz. Ich glaube, das hat man einfach einen anderen Spirit gespürt gegen Sandhausen. Auch die letzten 2 Tage im Training war eine extreme Griffigkeit zu spüren bei den Jungs. Und wir wollten das genau das so auf den Platz bringen heute. Und das aber auch vor dem Spiel gesagt, wenn wir das tun, dann kann es auch hier knallen. Ja, und die Jungs haben es gut gemacht. Und nach dem Spiel habe ich einfach die gratuliert, dass es fulminant war, dass ich stolz auf jeder Einzelne bin. Ja, dass jeder, der auch nicht zum Spielen gekommen ist, hat sich hinter der Mannschaft gestellt und die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Hat man gesehen, dass alle den Sieg heute gefeiert haben und dass wir für heute auch gelassen feiern können. Vielen Dank. Dann machen wir mal weiter mit einer Frage an dich, Jens. Und zwar haben die relativ ähnlich gestellt, Stefan Jablonka und Martin Funk. Der KSC holt gegen den Tabellenführer ein 0:3 auf. Ihre Mannschaft verliert mit 0:6. Glauben Sie immer noch, dass sich Ihre Mannschaft
der aktuellen Situation bewusst ist? Das glaube ich durchaus. Wie gesagt, aber nach 20 Minuten heute dann nicht mehr. Da sind wir weggebrochen. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Und ja, wir haben gesehen, dass wir den Druck in Wiesbaden, der auch enorm war, standgehalten haben. Aber heute haben wir das Gesicht nicht auf den Platz gebracht, wie ich mir das vorgestellt habe oder wir uns das vorgestellt haben. Stefan Jablonka fragt, hätten Sie es für möglich gehalten, dass das Torverhältnis so noch einmal den Bach runtergeht? Nein, natürlich nicht. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir 6 Gegentore kriegen. Ja, und vor allem auch da, wo wir eigentlich stark sind, Standardsituationen zu verteidigen, haben wir heute auch nicht gut gemacht, war immer gefährlich. Und wir haben heute viele Dinge vermissen lassen, die wir bisher sehr, sehr gut gemacht haben. Martin Funk von der Bild fragt, wie gehen Sie jetzt mit der Mannschaft um? Bisher stellten Sie sich ja immer vor Ihr Team. Ich werde nach wie vor mich vor mein Team stellen. Ja, ich gehöre mit zu dem Team, ich bin ein Teil dieses Teams und werde da intern die Dinge klar ansprechen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Noch 2 Nachfragen. Haben Sie sich Fehler anzukreiden, womöglich in der Einstellung auf dieses Spiel? Wenn man 6:0 verliert, ist man als Trainer auch nicht fehlerlos. Und die letzte Frage von Martin Funk. Der Club ist jetzt unter Umständen auf Fürther Schützenhilfe angewiesen. Glauben Sie daran? Das ist ein sportlicher Wettbewerb, aber in erster Linie müssen wir an uns glauben und nicht woanders hinschauen, sondern wir haben es selbst in der Hand und das ist das, was wir auf jeden Fall umsetzen möchten, dass wir selbst das Geschehen in der Hand haben und uns selbst ja, vor dem Abstieg bewahren. Dann noch eine Frage an Sie, Herr Matarazzo, und zwar von Fadi Keblawi von den Nürnberger Nachrichten. Blutet Ihnen das Herz, wenn Sie diesen ersten FCN gesehen haben? Was heißt blutet mein Herz? Natürlich möchte man, dass der Club auch in die zweite Liga, mindestens in der zweiten Liga spielt und bin mir auch sicher, dass die das auch ihre Hausaufgaben erledigen werden in Kiel. Und deshalb habe ich vollstes Vertrauen, dass die Mannschaft und Trainerteam das hinbekommen. Fadi Keblawi, eine Frage an dich, Jens. Was macht Ihnen jetzt noch Hoffnung, dass die Relegation verhindert werden kann? Ach ja, wissen Sie, am Dienstag hat alles Hoffnung gemacht, dass wir es direkt packen. Heute ist schon, was soll mir das Hoffnung machen? Nochmal, unsere Auftritte waren die letzten Wochen, außer die Ergebnisse, was ich immer sage, gut. Ja, und deshalb macht mir das Hoffnung, dass wir die Fehler ganz klar ansprechen und dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt. Und die letzte Frage, in dem Fall von Frank Linkisch vom Kicker, nochmal an Sie. Warum hat es so lange gedauert, in Klammern in dieser Saison, bis der VfB offensichtlich seine Stärken entdeckt hat? Ich habe von Anfang an gesagt, es ist auch ein Prozess, nicht nur ein Entwicklungsprozess, sondern auch ein Findungsprozess. Und wir haben uns auf dem Weg irgendwo kurz vor oder kurz nach der Corona-Pause uns auch verloren. Aber ja, offensichtlich ist es sie auch wieder gefunden und unsere eigenen Stärken gefunden, auch das Glauben, dass wir das können. Und die Mannschaftsgeschlossenheit, die hat gestimmt. Und deshalb, deswegen waren die letzten 2 Spiele auch so herausragend. Und das ist unser Weg auch für die Zukunft, dass die Werten, die wir heute verkörpert haben, dass wir weiter tragen in der Truppe. Und ja, freue mich auf die nächsten Spiele, das nächste Spiel und auch in die Zukunft. Dann sage ich vielen Dank an beide Trainer für die Antworten und dann beenden wir die Pressekonferenz und wünschen trotz alledem aus Klubberer Sicht noch einen schönen Restsonntag. Tschüss und vielen euch natürlich alles Gute fürs letzte Spiel. Vielen Dank. Ja.